Herzlich willkommen, danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema jetzt in diesem Video soll sein Totenfürsorge, Beerdigung, Testament. Das soll ein ganz kurzes Video werden über diese Punkte, die wir uns in aller Regel nicht ganz klar machen. Erstens, weil wir nicht darüber nachdenken, dass wir irgendwann mal versterben werden. Und zum Zweiten, weil wir nicht wissen, dass das Gesetz genau regelt, wie, wann, wer, wo beerdigt werden muss, wer die Kosten übernimmt und wie das Ganze abzulaufen hat. Als Notfallmanager komme ich immer wieder in die Situation, dass Menschen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen wollen. Wenn man Deutschen, Österreichern und Schweizer eine Frage stellt, die so ähnlich lautet wie: Wie möchten Sie denn am liebsten sterben und wo? Dann kommt sehr, sehr häufig die Antwort: Wenn überhaupt, dann zu Hause. Interessant ist dieser Vorsatz, wenn überhaupt. Das bedeutet nämlich, wir denken in aller Regel nicht darüber nach, dass wir sterben werden. Und das tun wir alle. Das ist übrigens das einzig Sichere im Leben, sobald wir geboren werden, dass wir irgendwann in der Zukunft wieder mal versterben müssen. Darüber wird gern nicht so gern gesprochen und überhaupt schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Jetzt ist es allerdings so, dass Sie wissen sollten, dass der Gesetzgeber genau vorschreibt, wie das denn sein wird am Lebensende, wenn wir verstorben sind. Und das ist den wenigsten Leuten klar. Deswegen ist es einer der Gründe, warum ich dazu rate, dass man sich zu Lebzeiten früh genug damit auseinandersetzt, wie man denn wo begraben werden möchte und wie das Ganze ablaufen soll. Erstens, was die Kosten betrifft. Die Kosten der Bestattung und alles, was damit zusammenhängt, tragen die Erben. Die Erben müssen die Kosten der Bestattung übernehmen. Eine zweite Regel sagt, die Angehörigen bestimmen darüber, wie eine Bestattung stattfindet. Das kann im Zweifelsfall bedeuten, dass es einen Erben gibt, der kein direkter Angehöriger der Familie ist und die Familie, Hinterbliebenen, bestimmen, wie die Beerdigung, die Bestattung stattfinden muss und der Erbe muss die Kosten übernehmen. Wenn man das nicht möchte, ist es wichtig, dass man erstens zum ersten aufschreibt, wie, wo, wann die Bestattung stattfinden soll, was sie alles wünschen während der Bestattung, was sie alles nicht wünschen und vielleicht sogar das Ganze schon im Voraus planen und aufschreiben. Wichtig ist das Aufschreiben, denn nur wenn Sie etwas aufgeschrieben haben und es jemand finden kann, kann man sich orientieren an Ihren Wünschen, Zielen und an all dem, was Sie nicht möchten. Zum Zweiten ist es aus meiner Sicht zusätzlich sehr wichtig, dass Sie auch ein Testament schreiben, in dem drin steht, wer Erbe ist. Das muss nicht der sein, der die Beerdigung bezahlt, aber es kann der sein, der die Beerdigung bezahlt. Aber wenn Sie nichts regeln, dann kann das zu sehr, sehr bösen Überraschungen führen. Vor allem bei Menschen, die nicht verheiratet sind und nur zusammenleben als Paar ohne Trauschein. Dort gibt es sehr häufig ganz böse Überraschungen, wenn dann plötzlich der Angehörige oder die Angehörigen des Verstorbenen die Beerdigung planen und der Lebenspartner kein Erbe ist, weil es kein Testament gibt. Und wenn er Erbe ist, dann muss er plötzlich die Beerdigungskosten tragen. Also, mein
Rat an alle, die sich mit dem Thema Bestattung, Leben, Sterben auseinandersetzen, empfehle ich, machen Sie ein Testament, schreiben Sie dort hinein, wer ist Erbe. Und zum Zweiten machen Sie einen Plan, eine Vorgabe, eine Ziel- oder Wunschliste, wie denn Ihre Bestattung funktionieren soll, was Sie gerne hätten und was nicht. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt. Für heute soll es das gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich über Ihr Interesse für die nächsten Folgen. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie meinen Kanal und geben Sie die Informationen gern weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.